Huch, bin ja schon drauf. Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen zu LS19 hier auf der Karte Hofbergmann. Ja, ich muss so ein bisschen Restbein pressen, müssen wir mal gucken, wie wir ihn einsammeln. Aber ich wollte vielleicht vorher schon mal Mischfutter machen für die Kühe einfach, damit wir damit loslegen können. Denn ich rede ja ständig von, wir brauchen Gülle. Und wo willst du die herkriegen, wenn nicht von Schweinen oder Kühen? Weil wir feichen jetzt hier am besten. Also, jeden Futzel nehmen wir jetzt nicht mehr mit, ne? So, wo ich die Kiste ankriege. Das sieht gut aus. Und ab dafür schöne Maisballen basteln. Ja, es ist hier so ein bisschen kreuz und schief gelaufen mit den Feld Crossplay. Wäre dann ja eine andere Einstellung, aber ich will mir nochmal diesen Dings drauf machen, den Mod. Oder automatisch mit abblitzt. Mana geht eh noch. Ich bin jetzt zwei Laden, ne? Gucken, was das andere Feld macht. Wir wollen ja noch Schrot irgendwie machen. Warum wollte ich das nochmal? Das wären wir auch fürs... Ach so, klar. Brot backen. Ich wollte doch Brot backen, YouTube. So, ist der zweite auch fertig. Ach so, dann muss ich es ja abwerfen. Warte mal. Der kommt nämlich vorher nicht raus. Was mal abladen. Plopp. Und Nummer zwei hinterher. Die Maisbanken sehen irgendwie so cool aus. So fluffig, obwohl die ja wahrscheinlich schweinehart sind. So, die Hügel nehmen wir natürlich hier noch mit. Dann drüben noch den einen Streifen. So, drehe ich jetzt nochmal. Hier stehen noch so ein paar einsame Striegel noch. Welche sind sie? So, ich nehme die hier nochmal quer. Hört sich komisch an, ich weiß. So, jetzt noch die Einbahn da. Dann haben wir's. Vollgas. Kurz anhalten. Jo, nimmt wieder auf. So, den einen hätte ich gerne noch raus. Ruhig, Brauner. Ja, den kriegen wir noch. Den kriegen wir noch voll. Hier haben wir noch ein paar Reste. Aufsteigen.
So, den laden wir noch ab. Dann müsste die Maschine eigentlich wieder leer sein. Es sei denn, die hat so ein Vording. Gucken wir mal. Nee, passt. Das war's. Das sind schon ein paar, ne? Wenn man hier so mal drüber loopt. So. Okay, der müsste jetzt ja eigentlich nach Hause. Muss doch mal waschen, die Kiste. Gut, ich bring den mal weg. Klappt den mal zusammen. Wenn was zusammen zu klappen wäre. Ja, die haben ein paar Ferkel noch dazu gekauft, aber ich denke mal, Gülleproduktion, da wird noch nicht viel sein. Können wir noch mal reinschauen, aber ich glaube, da lohnt sich noch nicht mit loszufahren. Zumal wir ja dann auch die Zeit nur auf 1 stehen hatten, ne? Wegen gemieteten Drescher. Also müssen wir mal gucken in Zukunft, ob wir uns dann noch mal einen gönnen. Mir ist auch gar nicht sicher, wo überhaupt der Kelcher steht, aber wir machen den jetzt noch nicht sauber. So viel Zeit haben wir jetzt gerade nicht. Ah, hier steht er. Okay. Ich lasse ihn kurz hier stehen, an die Seite. Nicht perfekt geparkt, aber das muss jetzt halt sein. So, dann müssen wir mal Ballen hochbringen, damit wir dann das Mischfutter machen können. Ich weiß es nicht, wie lange die Maschine überhaupt dann dafür braucht. Wobei, was haben wir denn hier oben noch? Dünger und öpp. Saatgut. Okay. Beinpieke. Die müsste da. Was ist die hier unten? Nee, das ist die verstellbare Palettengabel. Glaube ich, ist vielleicht sogar eine zu viel. Machen wir jetzt noch die Schaufel. Ja. Cosplay brauchen wir nicht. Moment, Moment. Das war da. Irgendwas stimmt ja nicht. Ah, jetzt. Okay. Läuft. Weil unten die Palettengabel, die ist dann wahrscheinlich dann doch eher für den Traktor, ne? Muss ich jetzt echt selbst losschrauben? Er lässt sie mich nicht abmachen. Komisch manchmal.
So, ich hoffe, es klappt jetzt besser hier. Okay. Nicht zwei Ballen mitnehmen können, oder? Ich muss eben mal auslagern. Ich versuch's mal. Ich weiß auch nicht, was jetzt da reinpasst bei dem Mischfutter. Ach, so viele Fragen. Lagermenü. Wir haben hier Heu. Okay. Heu würde ich jetzt mal zwei mitnehmen. Ich bin ein bisschen doof, dass er jetzt hochkant stapelt, oder? Nee, nein, das war so nicht gedacht. Ich wollte oben weiter einpieken, damit er... Ach nee, komm schon. Das war jetzt doof. Verdammt. Naja, jetzt auch egal. Dann machen wir es halt anders. So, auf den nehme ich den jetzt hier mal hin. So, vielen Dank. Und ich versuche jetzt mal... nicht der Mann. Beine zu nehmen. So. Oh, er schiebt dir wieder. Ich habe jetzt einen mit. Überredet. Also ich müsste mal einen kleinen Wagen hier haben, aber. Ach, fürs Erste jetzt. Da einfach mal was reinhauen, um zu testen. Geht das, glaube ich. Ich mach das Blinker aus, das nervt ja irgendwie. Rennt ja eh gerade keiner rum, außer mir. Ja, Mischfutter und meine Wenigkeit. Eine Odyssee voller Missverständnisse. So. Soll ich das irgendwas anschauen? Nee. Die ganzen Komponenten. Hier oben stand jetzt nichts weiter, ne? Ne. So, Silage haben wir hier drüben. Weißt du, nehme ich überhaupt erstmal was haben, nehme ich jetzt einfach nur mal einen mit und würde dann später auf jeden Fall auf dem Anhänger verladen und dann ein bisschen mehr gleich machen.
So, mal gucken, wie das Mischverhältnis dann passt. Wollen wir mal ein Strohbein reinschmeißen. Aber es wird noch nicht passen, da fehlt dann noch was. So, wobei ich mir merken muss, ich hasse es. Wieso, liebe Mod-Ersteller, wieso kann man da nicht einfach daneben schreiben? Hey, ich meine, die Maschinen sind toll, keine Frage, aber könnt ihr nicht einfach umschreiben? Zum Beispiel, das war ja jetzt Heu. Ne? Ganz oben muss ich mir mal merken, Heu. Und ich würde fast schätzen, das zweite ist Silage. Lass uns mal überraschen jetzt. So. Das jetzt so passt. Bam. Ja. Heu, Silage. So, nochmal ein Stroh. Ja, weiß nicht, Kühe. Gucken, was wir uns leisten können. Am liebsten würde ich mit 20 starten. Aber die fressen ja schon viel, ne? Zum Not gehen auch 10. Aber wir wollen ja auch ein bisschen was produzieren und Ziegen hätte ich auch noch gern. So, ich springe mal schnell raus. So. Immer zwei. Nehme ich jetzt auch mit. Vorsicht, Vorsicht, du hast oben keine Dings. Ich hoffe, es geht gut. Hey, ihr wollt doch nicht gegen mich wetten, oder? Ich werde auch nicht beide rein, ich werde erst nur einen rein. Ich dachte, dass ich gleich wieder alles versaut habe. Wobei ich mich gerade frage, wo fahre ich hin? Selbst erkannt, YouTube. Hier war der Schleichweg. So, ich packe das mal hier drunter. Nehmen wir jetzt einmal mit. Einen. Jetzt bin ich gleich mal gespannt. Mal von jedem ein. Ah, ich muss doch mal von außen gucken. Eigentlich müsste es auch klappen. Na, oh. Hallo, das Video ist eh schon zu lang. Verdammt. Bim, bim, Licht nochmal aus. Weil daneben bringt er uns jetzt nichts. Ne?
Ach, hier sieht man, wie das Bitch fällt. Ne? So, okay. Siehst du auch, dass es nicht passt. Wahrscheinlich dann doch noch ein Stroh, ne? Gut. Das müssen wir mal in der nächsten Folge machen. Ich danke euch fürs Zuschauen und wenn ich irgendwas falsch gemacht habe oder ihr tolle Anregungen habt, gerne unten in die Kommentare. Also, YouTube, macht's gut. Danke euch. Ciao.